Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rise and Race Replay of the Week und diese Woche mit unserem Mitglied, dem Pfeiffer 48 von Race in seiner Lorraine 40T auf Himmelsdorf. Und wir gehen mal rein, hallo und herzlich willkommen und gucken mal, was er hier machen konnte. Wie wir sehen, er ist mal nicht Top-Tier. Finde ich persönlich ja immer ganz schön. Auf jeder Seite 5 Neuner und der Rest natürlich mit 8ern vollgepackt. Keine Arti. Auf Himmelsdorf natürlich auch nicht so problematisch. Ansonsten sieht der Matchmaker eigentlich ganz gut aus. Viele TDs, wie wir sehen. Das ist natürlich für so eine Lorraine immer ungünstig. Machen dicke Kellen. Können HE meistens auch noch schießen, wenn er Pech hat. Lorraine 40T, der 8er Premium der Franzosen. Ein sehr cooler Medium. Ich habe ihn selber nicht, aber ich habe schon gehört, er lässt sich sehr, sehr gut spielen. Wir können auch nochmal gucken, wie viel er hier auf AP hat. 232, das ist auf jeden Fall ausreichend. Und 263 auf der APCR. Schönes Ziel jetzt hier, hält direkt auch auf Kette. Er muss natürlich gucken, ne? Gerade wenn man an dieser Position hier steht, hat man entweder das Pech, wo der Skorpion steht, genau. Oder hier hinten an der Ecke steht natürlich gerne auch immer nochmal ein Skorpion oder ein anderer TD und sniped hier hoch. Und dann ist man natürlich schnell seine HP los. Bis jetzt räumt sein Team hier eigentlich sehr, sehr gut auf. So, er selber fährt jetzt hier mit Verbandspäckchen, Reparatur und mit dem Kaffee. Für das bisschen mehr Durchschlag her. Der Skorpion, der will ich natürlich sehr gerne eine geben. Jetzt steht da keiner mehr am Berg. Das hat auch der Pfeiffer 48 gerade sich gedacht. Seid ihr bekloppt? Jetzt fahrt ihr alle weg. Aber dahinter steht natürlich auch noch eine kleine Armada, wie wir sehen. Also da fährt keiner um die Ecke. Ja, es ist nicht die beste Position. Wie gesagt, unten der Skorpion. Und der VKP ist jetzt auch nicht das schönste Ziel für ihn. Aber das ist ganz gut. Der P kriegt jetzt von unten auf jeden Fall ein bisschen Druck. Sein Team unterstützt hier eigentlich sehr, sehr gut. Tja, was machst du in so einer Situation, ne? Sind wir öfters alle mal drin gewesen. Vergiss den Skorpion nicht. Profit. Ach, der Skorpion ist unten durchgefahren. Ah, perfekt. Dann kann er natürlich genau das machen und hier vorfahren. Richtige Entscheidung, wie ich sehe, will er den VK gleich angehen. Und den VK, dann lädt er natürlich auf APCR. Dafür ist ja die Munition gedacht, wenn man mal ein bisschen härteren Gegner hat. Und der VKP ist definitiv so ein Gegner. Na, holt er sich jetzt hier eine Kelle? Nee. Sehr schön rausgenommen. Gut, der Ketter hätte nicht sein müssen. Er hat ihn gekettet, das war ganz gut, aber es hätte natürlich nicht sein müssen. Ja, nochmal ein schöner Hit. Und direkt wieder auf AP umgeladen. Perfekt eingesetzt, seine Munition. Natürlich, der Scoping braucht diese Munitionsart nicht, aber da ist natürlich noch Nordschuss drin. Und beim Autoloader natürlich vollverständlich. 5-7, zwei Ketten hier. Ist ja ein Begegnungsgefecht vom Gegner. Da muss man immer aufpassen. Zum Glück Begegnung, da dauert es relativ lange. Aber wenn drei drinne stehen im Cap, dann würde es doch relativ fix gehen. Gleich nachgeladen und dann kann er hier schön klippen. Nimmt sich auch gleich erstmal den Low HP. Jetzt kann er hier schön in den Arsch der Tortoise. Oh, die fackelt natürlich. Ja, der Scorpion kann jetzt hier ihm noch einen zweiten Hit geben. Und das Schlimmste war auch noch ein Moonhit dazu. Der VKP natürlich hier Panzer Gen Rommel noch full life, ne? Der kann jetzt hier einfach drauffahren auf den Prot. Ohne Probleme. Und nimmt hier den Prot auch raus. Wie gesagt, eine Minute nur noch. Wenn jetzt noch einer reinfahren würde von den dreien, dann würde es auf jeden Fall eng werden.
Und so eine ISO darf man nicht unterschätzen. Davon sind noch zwei Stück drin. Und die nehmen natürlich hier die Lorraine auch einfach mal raus. Bis jetzt 4 Kills eingefahren, 3300 Damage. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt natürlich die Runde gewinnen, das wäre ein Träumchen. Steht auf jeden Fall die Ruhe drin und die eine ISO. Die ISO hat glücklicherweise vorbeigeschossen. Jetzt muss der Bus penetrieren. Dann ist der Recap easy going da. So, jetzt ist auf jeden Fall der Recap da. Nur auch noch einer drin, 4 Minuten. Alles gut, alles gut. Oh, die Ruhe fährt jetzt rüber. 3 gegen 2, okay. T34 steht oben auf dem Berg und snipert ein bisschen. Ja, so ein TD muss auch da oben stehen bleiben. Also das ist ganz klar. Der AMX5020 schreibt es auch direkt. T34 Idiot, ja. Oh, jetzt muss er hier natürlich sein VKP auf jeden Fall mit unterstützen. Auf die Ruhe. Aber auch noch ein bisschen vorsichtig sein, gerade wegen der ISO. So, wo kommt die Ruhe hin? Ah, die Ruhe kommt zu ihm. Perfekt. Er sieht ihn, aber natürlich der gegnerische Ruhe sieht ihn nicht. Ach, schade, da ist ein Schuss vorbeigegangen. Aber 2 Schuss reichen auf jeden Fall noch. Jetzt nur ein Safe Shot, genau. Und da geht der Gegner raus. Er jetzt hier selber noch ohne Fahrer. Aber gleich wieder verbunden und dann ist das Ding natürlich repariert. Tja, wo ist die ISO, ne? 6 Kills auf der Uhr, der Krieger ist schon mal drin. 5000 Schaden, schönes Ergebnis natürlich. Eine T34 schicken. Ach, die Beleidigungen gehen wieder ab hier, Mensch. Dafür ist das Spiel bekannt, dafür ist es doch geliebt. Das ist die ISO, aber die ISO hat auch nicht mehr wirklich viel HP. Steht da noch safe drinne. Und der T34 kann hier sogar noch den Killshot machen. Also ohne Worte. Der T34 perfekt gearbeitet für sein Geld. So muss es sein, so muss es sein. So, und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Und da sehen wir mal eine Medaille, die wir nicht so oft drin haben. Das ist die Nikolaitz-Medaille. Und das heißt, er hat 4 Gegner rausgenommen, die ein Tier höher waren. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Das war einmal, sehen wir ja hier, der Waffenträger, dann der WZ-120, der Spähpanzer und die Tortoise. Das waren seine 4 Gegner, ein Level über ihn. Ja, Großkaliber, Top Gun, der Krieger. Und wir gehen mal in die Teamauswertung rein. Und da sehen wir hier, was wir auch natürlich im Game gesehen haben. Über 5000 Schaden, 5069 Schaden, 6 Kills, 1709 Base XP. Ein sehr, sehr geiles Ergebnis. Gerade mit der Lorraine auf Himmelsdorf nicht toppt hier. Da konnte er sehr, sehr gut farmen. Es war so die eine oder andere Entscheidung. War sehr, sehr gut getroffen, nämlich auch das Umladen der Munition. Ansonsten hat er sich natürlich hier und da mal eine Kelle gefangen. Das bleibt leider nicht aus, gerade auf Himmelsdorf. Ohne Panzerung kannst du da nicht viel machen. Und wir gehen mal in die detaillierten Infos noch rein. Da sind wir 22 Mal geschossen, 22 Mal getroffen, 20 Mal penetriert. Top-Ergebnis. Nicht viel gesnipert. Gut, das kann man auf Himmelsdorf auch nicht wirklich machen. Ansonsten noch Unterstützungsschaden, 828. Und sehr, sehr wenig Premium geschossen. Dadurch natürlich auch fast 170.000 eingenommen. Super geile Runde. Danke dir für das Einsenden dieses Replays. Ich freue mich natürlich immer, wenn so schöne Runden dann hinten rauskommen. Gibt es eigentlich nur noch zu sagen, danke dir, Pfeiffer48. Ansonsten danke an die 6 Opfer, Musik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Runde Replay of the Week von der Rise Community. Ansonsten euch einen schönen Montag oder eine schöne Woche, wie es auch immer passt. Ich bin jetzt gerade noch im Urlaubsfeeling und deswegen auch so gut drauf eigentlich. Deswegen, die Sonne scheint gerade, kann man auch mal das Fenster aufmachen. Ansonsten ein schöner Tag und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.